Das Besondere am Tischlerhandwerk ist, dass man aus einem Rohstoff, aus eigenen Händen was erschaffen kann. Das finde ich so schön. Du fängst am Morgen an und hast zum Abend ein fertiges Produkt. Und das alles basierend auf der Natur, das alles basierend auf Holz und Naturprodukten. Meine Leidenschaft zum Tischlerhandwerk kam dadurch, dass ich mit meinem Großvater kleine Schiffchen gebaut habe, die ich dann auf dem See habe treiben lassen. Das ging so mit 8, 9 Jahren los. Das hat sich immer weiterentwickelt. Ich habe mir selber dann mein Werkzeug zusammengekauft, habe mit 12 Jahren schon eine Akkuhandkreissäge besessen und habe dafür meine PlayStation eingetauscht. Und dass ich mich dann zum Schluss dazu entschieden habe, mit 15 die Schule dann abzubrechen und eine Ausbildung tatsächlich zu machen, also wirklich Profi in dem Handwerk zu werden. Wie würde ich mich in 3 Worten beschreiben? Innovativ, weitblickend, aber auch traditionell. Mein Name ist Simon Meinberg, ich bin 24 Jahre alt. In Berlin habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, Raumstation & Friends, eine Tischlerei. Und ich selber bin auch Tischlermeister. Daraus dann innerhalb von 2 Jahren einen relativ großen Betrieb gemacht für das, was es ist. Also habe 20 Mitarbeiter insgesamt nach 2 Jahren beschäftigt. Und jetzt im letzten Jahr aufgestockt auf knapp 100 Mitarbeiter, unter anderem hier die Stuhlfabrik in Harz. Das Unternehmen ist wirklich fantastisch. Also einmal von den Mitarbeitern her, die wirklich langjährige Treue hier schon zeigen, teilweise 30, 40 Jahre hier im Unternehmen beschäftigt sind. Und die Produktpalette ist unheimlich schön. Wir produzieren hier Stühle, Massivholzstühle und Kindergartenmöbel. Wir haben unter anderem einen total süßen Stuhl, mein Lieblingsstuhl. Das ist der Geburtstagsstuhl, das One Piece, was jede Kita eigentlich haben muss, mit einer kleinen Krone oben drauf. Da darf dann das Geburtstagskind drauf sitzen. Ich habe dann die Inhaber kennengelernt, Klaus und Conny, und die beiden waren schon etwas älter, die waren Mitte und Ende 70 und es war einfach Zeit, diesen Laden hier abzugeben. Deren Problem war aber, dass sie jetzt über Jahre hinweg nicht den richtigen Käufer für dieses Unternehmen hier gefunden haben. Aber ich habe das relativ ernst genommen und habe mir dann auch gleich die Woche drauf die Zeit genommen, bin hier rübergefahren in die Stuhlfabrik und habe mir das alles angeschaut. Ich habe darin eine eigene Herausforderung gesehen, dieses Unternehmen zu übernehmen und zukunftsweisend zu führen und mit der nötigen Kreativität auch ein Stück weit zukunftssicher zu machen. Mich macht es unheimlich glücklich, hier bei der Stuhlfabrik morgens reinzukommen und festzustellen, dass alle ein Lächeln im Gesicht haben. Weil die Situation war nicht immer perfekt, weil keiner wirklich wusste, wo es hingeht. Und ich glaube, auch jetzt in der aktuellen Zeit mit der Corona-Pandemie war es für die Belegschaft sehr wichtig, Sicherheit zu bekommen. Zu wissen, da ist jemand, der wird sich jetzt um uns kümmern. Der wird das Unternehmen nach vorne bringen und der wird unsere Arbeitsplätze hier sichern. Und ich glaube, das hat dem Unternehmen sehr gut getan und hat allen wieder irgendwie Hoffnung hier erfüllt. Grundsätzlich sehe ich das alle für einen, einer für alle. Also das hier ist genauso mein Arbeitsplatz wie von allen anderen auch. Wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Gemeinsam sind wir ein unheimlich tolles Team und ich glaube, deswegen stehe ich auch jeden Tag auf. Weil wir einfach hier uns super menschlich und familiär gegenseitig behandeln und ein gutes Miteinander herrscht. Das Harz ist momentan leider extrem geprägt davon, dass wir hier einen extremen Borkenkäferbefall haben. Das sieht man sehr stark, wenn man hier durch die Wälder fährt. Es wurde extrem viel abgeholzt. Die Bäume sehen alle sehr ungesund aus und sind runtergefressen. Also das ist nicht schwer erkennbar, dass der Wald hier sehr kaputt ist. Als lokales und regionales Unternehmen hier sehen wir uns dazu verpflichtet, auch einen gewissen Teil dazu beizutragen, hier uns wieder zu engagieren, zu unterstützen, wenn wir den Wald auf irgendeine Art und Weise auch wieder aufbauen können. Als die Julia mich nominiert hat, war ich ehrlich gesagt ein bisschen verlegen, weil ich habe mich so nie wahrgenommen, jetzt als Handwerker mit Herz. In dem Sinne, klar ist hier eine Leistung erbracht worden, aber ich wusste ja gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich war auch super begeistert, dass ihr mich da auserwählt habt, als einen der Handwerker mit Herz. Ich habe das vorher nie so wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie eine große Heldentat ist. Oder das ist ja im Endeffekt der Job, den man macht. Und ich finde es total schön, dass es jetzt dafür auch die entsprechende Anerkennung gibt, was man leistet. Nominiert habe ich ihn eigentlich, weil er mit seinen jungen Jahren, mit jungen 24 Jahren als Unternehmer Großes geschaffen hat und nicht nur Arbeitsplätze gesichert hat, sondern auch einfach zur Innovation und Digitalisierung beigetragen hat. Die Stuhlfabrik ist nicht nur mir, sondern eigentlich auch ihm stark ans Herz gewachsen und wir versuchen hier das Beste draus zu machen. Es fühlt sich so an, als ob man auch ein bisschen näher mit den Kollegen wieder zusammenrutscht, weil man irgendwie ja gemeinschaftlich hier auch was Gutes tut. Das ist ja nicht nur meine Leistung in dem Sinne, sondern wir leisten ja alle dafür, hier ein tolles Unternehmen zu haben und wir arbeiten alle für unsere Arbeitsplätze in dem Fall hier. Es lobt eigentlich uns alle. Meine große Mission ist eigentlich vor allem auch dabei,
junge Leute dazu begeistern, auch ins Handwerk einzusteigen. Es muss nicht immer alt und staubig und langweilig sein, sondern man kann da ganz innovative neue Wege gehen. Ich möchte eigentlich nur damit sagen, junge Leute, die sich vielleicht nicht trauen, einfach mal den Kopf ausschalten und machen, in die Ausbildung stürzen und dann ergibt sich schon das Richtige. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich mich nochmal auf jeden Fall bedanken, vor allem bei Julia, meiner Freundin, die hat mich hier nominiert, ohne dass ich es wusste. Und ich möchte mich aber auch bedanken bei Felix, meinem Geschäftspartner, allen Mitarbeitern, die hier wirklich mit jedem Tatendrang, den man nur haben kann, hinter der Firma stehen und probieren, das alles hier mit uns gemeinsam aufzubauen. Allesamt vielen Dank. Ich bin eigentlich auf alles hier sehr stolz. Also ich bin stolz darauf, ein so unheimlich gutes Team zu haben, einen so guten Spirit in der Firma. Jeder kann sich mit dem Unternehmen identifizieren und weiß, warum er hierher kommt. Und ich bin stolz darauf, der Chef von diesem ganzen Thema zu sein.